herzlich willkommen. Mit Quellwerk wollen wir uns heute mit einem Satz beschäftigen, der mir wirklich in die Seele gebrannt ist, nämlich: Gib dem Teufel keinen Raum. Und wenn du ihm keinen Raum gibst, hat er keinen. Und wenn der Teufel keinen Raum hat, dann bleibst du der Überwinder. Und in Johannes 10, der erste Teil, in Vers 10, da heißt es: Denn der Teufel, er kommt, um zu stehlen, zu morden und zu zerstören. Das hat sich noch nie geändert. Die Agenda, die Pläne, die Strategie des Teufels ist immer dieselbe. So, und immer wenn du merkst, wie er dir scheinbar Beraubung gibt, hey, da erkennst du ihn immer. Aber du kannst ihn auch erkennen an den sogenannten Lustangeboten, wo er dir irgendwas verspricht, was aus der Sünde herausgeboren ist und was scheinbar lebenserfüllend sein soll. Hey, denk das bis zum Ende durch und du wirst feststellen, das hat mittel- und langfristig immer Zerstörung zur Folge. Der Teufel kann nicht anders. Das ist sein Markenzeichen, das ist seine Handschrift, das ist sein Wesen. Und ich möchte dir 5 Bereiche zeigen, wo der Teufel immer wieder probiert, bei uns die Tür irgendwie aufzumachen und Raum zu gewinnen. Das erste ist unser Herz. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es: Behüte dein Herz oder bewache dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Unser Herz, das ist der Sitz unserer Empfindung, unserer Gefühle, unseres tiefsten Menschseins. Und wir erleben, wie Menschen uns verletzen, wie Erfahrungen uns verletzen, wie wirklich so Beraubung in unser Leben reinkommt, dass wir tiefe Wunden davontragen, Trauma davontragen. Und irgendwann ist unser Herz so beschädigt, dass wir nicht mehr vertrauen können, dass wir nicht mehr lieben können, dass wir nicht mehr glauben können, dass wir nicht mehr uns auf Menschen einlassen. Und dann spüren wir, wie unser Herz zerstört wird. Und der das verursachen will, ist immer der Feind selber. Deshalb, wenn du merkst, dass da Verletzung in dein Herz geht, kommt, geh mit deinem Herzen zum Herrn hin. Er ist der Gott, der dein zerbrochenen Herzen heilt. Und du sagst: Herr, komm mit deiner Liebe, komm mit deiner Heilung, komm mit deiner Gnade, komm mit deiner Vergebung. Komm, Herr Jesus, mit deinem Trost. Und dann will ich lernen, wirklich zu vergeben und diese Verletzungen loszulassen und zu vertrauen und zu verstehen: Du bist drinne und du bist mein Heiler und du bleibst mein Heiler. Das Zweite, was er probiert, ist: Der Teufel ist immer jemand, der dich mit Gedanken bombardiert, rund um die Uhr. Und eine seiner Lieblingsbeschäftigungen ist, er möchte uns mit Sorgen füllen. Sorge bedeutet, ich vertraue nicht, dass Gott mein Versorger ist, sondern ich bilde mir ein, ich muss mein eigener Versorger sein, und dann führt mir der Teufel so viele Umstände in das Feld, dass ich merke, ich kann das gar nicht. Und dann geht der Teufelskreislauf des Sorgens erst richtig los. Deswegen steht in Philipper 4, Vers 6: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und mit Flehen und Danksagung vor Gott kund werden. Ja, Gott sagt zu dir: Hey, immer wenn Sorgen kommen, merkst du, da ist der Sorgenverursacher und das ist der Feind. Und Sorgen wollen dir Angst machen, Sorgen wollen dich gefangen nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass du dich immer im Kreis dieser Sorgen drehst. Und der Herr sagt dir: Ich habe dir so einen Geist nicht gegeben, ich habe keinen Geist der Sorge, ich habe keinen Geist der Furcht, ich habe einen Geist der Kraft und der Freude. Und ganz ehrlich, hat Gott dich gestern versorgt, dann sei dir sicher, er versorgt dich heute und morgen, und er ist immer derselbe. Halleluja. In Sprüche 3 heißt es: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deine Vernunftsüberlegung. Verlass dich nicht auf deine Berechnung. Verlass dich nicht auf deine Statistiken. Verlass dich nicht auf deine Absicherung. So, verlass dich auf den Herrn. Gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich richtig führen. Das Dritte, unsere Gedanken werden immer wieder angegriffen. Das ist so der Hauptkriegsschauplatz in unserem Leben. Und die Bibel sagt: Hey, wir sollen das prüfen, welcher Gedanke kommt von Gott und welcher nicht. Und in 2. Korinther 10, die Verse 3 bis 5, sagt die Bibel deutlich: Obwohl wir in unserem Menschsein wandeln, kämpfen wir nicht mit menschlich begrenzten Waffen, sondern
mit den Waffen unseres Gottes, geistliche Waffen, um die Festung zerstören, jede Erkenntnis unter den Gehorsam Christi zu zwingen. Und das ist so gut, dass du jeden Gedanken prüfen kannst und sagen kannst, ist er gut? Ist er aufbauend? Ist er göttlich? Hat er Potenzial der Liebe? Hat er Potenzial der Wahrheit? Ist er von Gott? Dann nehme ich ihn. Philipper 4, Vers 8 ist da ein ganz gutes Sieb, das wir ansetzen können. In ein vierter Bereich, wo der Satan versucht, uns zu packen, ist unser Sprechen, ist unsere Art, wie wir Dinge formulieren. Und er möchte, dass du seine Negativsprache übernimmst. Die Bibel sagt nicht umsonst, dass in unserer Zunge, Sprüche 18, da ist Tod oder Leben. Das, was du sprichst, kann Tod oder Leben auswirken. Kann tatsächlich eine reiche Ernte an Gutem bringen, aber auch eine genauso zerstörerische Ernte. Fluch oder Segen, je nachdem, was du aussprechen sollst. Und der Satan versucht dich wirklich permanent dazu zu bringen, dass du dein Herz mit den falschen Dingen füllst und dann fließt aus deinem Mund auch das falsche Bekenntnis. Und das zementiert Zerstörung oder, wenn es richtig ist, Leben. So, lasst euch nicht verführen. Sondern passt auf, was redest du, worauf lenkst du dein Augenmerk. Und das fünfte ist, Satan versucht unseren Körper zu zerstören und zu missbrauchen. Dabei sagt die Bibel in 1. Korinther 6, und das lesen wir mal, flieht jeder Hurerei, alle Sünde, die der Mensch tut, sie sind außerhalb seines Leibes, wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selber gehört. Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist den Herrn. Verherrlicht Gott mit eurem Körper. Ihr Lieben, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und unser Körper soll sichtbar machen, dass Gott darin wohnt. So achte darauf, ernähr dich gesund, beweg dich genug. Achte darauf, dass du wirklich deinen Körper nicht völlig kaputt machst oder ihn verfetten lässt oder ihn mit den falschen Dingen kaputt gehen lässt, weil du sollst Gott mit deinem Körper verherrlichen. Die Leute sollen dich angucken und sagen, wow, hey, der sieht gut aus. Da ist was von der Schönheit Gottes zu sehen, da ist was von der Genialität Gottes zu sehen. Ihr Lieben, lasst es nicht zu. Ich glaube, so viele Christen sterben zu früh, weil sie diesen Punkt gar nie verstanden haben. Aber Gott möchte, dass du ein reiches, sattes Leben hast und ihm, solange du kannst, in aller Stärke und in aller Schönheit und in aller Kraft dienen. So mach dem Teufel keinen Raum auf, sondern sag, Herr, auch da will ich dir dienen und deine Herrlichkeit groß machen. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.